Hallo und herzlich willkommen bei Tetris Effekt. Ich mache einfach mal ein kurzes Video davon, um überhaupt ein Video zu machen. Mal nicht den Modus, sondern hier das hier, Effekte-Modus. Boah, ich habe ja sie gern dran. Irgendwie macht mich dieses warme Wetter einfach nur müde. Lipo Raider. Level 09. Aktuell angesagte Modi. Ah, da sehen wir Punkteliste, Marathon, ja, ist Tetris. Ultra, Sprint, Meister, lässiger Marathon. Schnellspiel. Meine Güte, gut, dass ich kaum am Abgehen bin. Mandala erreiche Klärungen. Was meinen die damit? Man weiß es nicht. Legen wir mal los. Ja, es ist halt Tetris. So wie man es kennt. Nur eben, dass man dieses Tetris mit der VR-Brille spielen kann. Ups, war das Eko. Oh, ich bin so gut. Naja, eigentlich war es ja offensichtlich, aber nicht offensichtlich genug. Ich habe jetzt auch nicht richtig hingeguckt. Ich finde diese Modi interessant hier. Nein, mit ein bisschen weniger Gähnerei wäre das auch nicht so schlecht. Könnte möglicherweise nicht von Nachteil sein, die Futterluke nicht im Sekundentakt hier aufzureißen. Ups. Geplant war jetzt eigentlich, dass ich die Lücke schließe. Zeit um? Ach, das ging auf Zeit. Ja, vor lauter Einschlafen konnte ich leider nicht darauf achten, ob die Zeit hier läuft. Der Lipo war schon in der Dauerrem-Phase. Meine Güte. Was muss ich denn erreichen? Was ist denn mein Ziel? Vermutlich gibt es einfach kein Ziel. Das ist einfach nur, ja, was soll das sein? Bullet? Tetris? Nein, ich habe ja gerade besser gespielt. Gerade habe ich nur Murks gespielt. Da hatte ich wenigstens ein paar Tetris, die ich geholt habe. Hey! Ich denke, da kommt dieser Vierer. Wo ist denn der Vierer? Boah, super. Ich habe einen Vierer geholt. Da muss jetzt aber schon bombastisch viele Punkte gebracht haben. Nee, was soll das sein? Bullet Tetris? Mann, Mann. Nee, das liegt mir nicht. Das Bullet Schach, kurz zur Erklärung, ist, da spielt man eine Schachpartie in einer Minute. Aber das ist doch nichts. Verwende das fallende Tit, was? Keine Ahnung, man weiß es nicht. Egal. Machen wir mal Rätsel. Ich gehe mal davon aus, dass Rätsel eine Vorgabe ist, die man erfüllen muss. Überlebe die zufälligen Effekte. Ach so. Ja, einer dieser zufälligen Effekte ist, dass sich das Brett dreht. Also das Spielfeld dreht. Dann fallen die Seiten verkehrt nach oben. Boah, super. Okay.
Also geht es hier gar nicht primär um Punkte, sondern nur um diese Effekte, die da war. Wahrscheinlich war das jetzt auch ein Effekt, der jetzt da gekommen ist. Die muss man halt überstehen. Ach, der fällt ja trotzdem da durch. Ach ne, doch nicht. Ich frage mich, was der Effekt gerade hier ist. Mich zu ärgern? Okay. Das macht es nicht einfacher. Ja gut, das Ganze hat sich jetzt halt stark angenähert. Hallo? Geben Sie mir mal richtigen Steine hier, sonst hat das ja keinen Sinn für den geschmeidigen Lippo hier. Wie wär's denn mal genau zum Quadrat? Naja, den mache ich doch lieber anders. Das Problem ist, ich schichte mir immer mehr auf. Wie will ich denn die Lücke schließen? Na, verdammt, so mit Sicherheit nicht. Das hat mich wohl mehr irritiert, als ich dachte, dieses Zeug. Ach, das ist der Effekt ist jetzt, dass jetzt nur die gleichen öden Steine kommen. Effekt beendet. Ich bin mal gespannt, ob eine gewisse Anzahl von Effekten da sind, die sowieso kommen. Also da müssen ja noch Effekte kommen, die ich schon mal gesehen habe. Oder ob das wirklich nur Zufall ist. Also jetzt hat sich randommäßig verändert. Auch schön. Warte, verdammt! Tja, ich befürchte, ich werde die zufälligen Effekte nicht überleben. Mal die Brille ein bisschen rücken. Ja, die meisterliche Punktzahl wird das aber nicht geben. Wenn ich es denn überlebe. Ist das jetzt nur Irritation oder was soll das sein? Wie viele Effekte soll man denn überleben hier? Hallo? Ist ja mal bald genug der Effekttascherei hier. Befürchte, ich überlebe da nichts mehr.
Nee, ich muss ja sagen, ich habe vorher ganz schön beschissen gespielt. Game over. Ja, vielleicht war es ja wirklich nur unendlich spielen. Ich dachte jetzt, ich müsste eine gewisse Anzahl von Effekten überleben, um. Wow. Dann habe ich es geschafft. Ist wohl nicht der Fall. So, das sollte ja nur ein kurzes Video sein. Ich bedanke mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Tetris-Effekt.